Okay, hallo, einen schönen Nachmittag nach dem Essen jetzt. Seid ihr bereit, was über Content zu hören? Das freut mich sehr. Und nachdem ich viel für dieses Thema vorbereitet habe, gehe ich es gleich an. Schauen wir, ob der geht. Der geht nicht. Gut. Kurz zu mir. Mein Name ist Eva-Maria Klanz-Ossert. Ich arbeite mit meinem Team seit 2000 in meiner Agentur. Die habe ich Klanz im Netz genannt. Damit sich ja jeder auskennt, um was es geht. Wir haben uns spezialisiert auf Content in den letzten Jahren. Wir machen neue Websites in Zusammenarbeit mit Agenturen, die programmieren. Wir machen nur den Content dafür. Wir bringen bestehende Websites up to date. Das ist immer wieder ein Thema. Wir machen Newsletter-Marketing für unsere Kunden und wir machen Workshops zu diesen Themen. Ja, unser Ziel ist, dass die Websites ihre Aufgabe erfüllen, sie sollen Kundinnen bringen. Und das zweite Ziel ist, unsere Kunden und Kundinnen arbeiten mit ihren Webauftritten gern und sicher. Ich gendere, und zwar aus dem Grund, weil im Bereich Content die Kunden im Mittelpunkt stehen. Und die Kunden teilen sich nun mal in Kundinnen und Kunden und sind tendenziell einfach anders. Wie jeder weiß, der irgendwie mit Menschen zu tun hat, dass Frauen und Männer anders sind. Es gibt Ausnahmen natürlich, der Einzelne fällt raus aus der Regel, aber grundsätzlich ist mir das einfach wichtig. Jetzt ist nicht ganz durch, weil es sonst ein bisschen kompliziert wird, aber das Gendern ist mir wichtig, aus diesem Grund. Ja, ich bin verheiratet und habe 4 Kinder zwischen 8 und 20 Jahren und das ist meine Website. Ja, Content Creation. Was sollen wir machen? Ja, da möchte ich gleich einmal fragen, macht jemand von euch selber Content oder, ja, genau, für eure eigenen Websites und auch für Kunden und auch für Kunden? Wer ist reiner Entwickler, unter Anführungszeichen? Gibt es reine Entwickler auch, die sagen, ich mache nur? Okay, super. Okay, gut, dann kennt ihr euch schon aus mit dem, was jetzt kommt. Also, Content. Was ist denn Content? Das sind alle Inhalte, alle Formen von Inhalten im Internet. Das können Texte sein, das sind natürlich auch Bilder, das sind Videos, das sind Podcasts oder andere Formate. Content ist das Hauptwort. To be content ist das Adjektiv, das heißt zufrieden und einverstanden. Die Basis. Ich bin zufrieden, weil es jetzt reicht. Ich habe alles gehört, was ich hören möchte oder alles gelesen. Und dann gibt es das Ganze jetzt noch als Verb. To content heißt zufriedenstellen. Ja? Wir im Marketing wollen natürlich mehr. Wir wollen nicht nur zufriedenstellen und sagen, so, es reicht, danke, das war's, ich habe alles gehört. Wir möchten gerne begeistern. Gut, um wen geht es jetzt denn eigentlich in diesem ganzen Spiel? Es geht um den Anbieter, ja, habe ich es geschafft. Es geht um den Anbieter, den Website-Betreiber, Ihren Kunden, meinen Kunden, unsere eigenen Websites. Es geht um das Produkt oder die Dienstleistung und in dem Fall ist es verschmolzen. Produkt und Dienstleistung. Und es geht vor allem um unsere Kunden und in den Köpfen dieser Kunden, was sich dort abspielt, das wird am besten durch den berühmten Eisberg dargestellt, nämlich das, was oberhalb zu sehen ist, ist das, was bewusst ist und was sie auch ausdrücken können. Dafür haben sie meistens Wörter. Dann kommt der Wasserspiegel und drunter ist wesentlich mehr. Das aber ganz wichtig ist für die Kaufentscheidung. Das sehen wir nicht. Ja? Was spielt sich jetzt also da ab? So, es geht um Gedanken und Emotionen der Kunden. Und jetzt habe ich es ausgeschaut. Na, so, doch nicht. Gott sei Dank. Also, wenn wir jetzt in den Kopf der Kunden gehen. Ja, super, passt. Okay. In den Kopf der Kunden gehen, dann haben wir den Eisberg jetzt hier stilisiert drinnen. Das oben sind Fakten, das ist der Nutzen und hier haben wir unseren Wasserspiegel. Und ob hier wird es unbewusst zum Großteil und schwer auszudrücken. Ein Teil vom Nutzen, was habe ich davon? Welche Ängste habe ich? Welche Sehnsüchte habe ich? So. Ich habe ein 5-Stufen-Modell zusammengestellt, wenn es darum geht, Contents zu erstellen. Wir beschäftigen uns nur mit der Website, hier am Joomla.de, und da geht es jetzt um die Ersterstellung einer Website. Ja?
Diese 5 Stufen sind, wo steht mein Kunde und wo drücke ich hin? Da, wo steht mein Kunde? Wer ist mein Kunde? Was wünscht sich mein Kunde? Dann sind wir bei der Inhaltsgestaltung. Und das Letzte, leider, womit alle am liebsten anfangen, sind Design und Programmierung. Das ist der Idealfall. Okay? Es ist wenig ideal auf der Welt, aber grundsätzlich sollte es so laufen. Gut, fangen wir an. Wo steht mein Kunde? Da geht es um die sogenannte Customer Journey. Ja? Die erste Frage, es gibt ja solche Kunden auch, die mit den Dingen nicht umgehen können. So, weiß er sie überhaupt, was er oder sie will? Oder sucht die Person nur einen Nutzen? Das gibt es ja auch. Ich möchte weg von was Negativem und möchte hin zu was Positivem. Nächste Stufe wäre, er weiß schon, okay, er sucht das. Ja? Die nächste Stufe wäre, hat er sie schon von meinem Angebot oder von meiner Firma gehört? Sprich, weiß er, dass ich diese Dienstleistung hier anbiete? Und die vierte Stufe wäre, arbeite ich schon für den Kunden? Wenn wir das jetzt in die Customer Journey umsetzen, das ist eine ganz, ganz einfache Version von dieser Customer Journey. Vielleicht sollte ich das anders machen. Okay, der erste Schritt ist Awareness. Er weiß, er braucht was, er will was haben. Consideration, denkt nach, was ist das, wo kann ich das kaufen, was sind die Vor- und Nachteile. Conversions ist der Kauf. Retention ist das Umsetzen, das Ausprobieren, Einsetzen dieser Dienstleistung und des Produktes. Und zum Schluss geht es darum, wenn das erfolgreich war, dass er weitererzählt. Advocacy. Ja. Nächster Schritt. So, die Frage, die ganz große Frage, sollen wir für alle Werbung machen? Weil eigentlich könnten unsere Produkte ja meistens alle gut gebrauchen. Das ist ein ganz berühmtes Zitat von Joe Polizzi. Das ist der Gründer des Content Marketing Institute in den USA. If your content is for everybody, it is for nobody. Sprich, wir müssen uns genauer entscheiden, für wen wir eigentlich arbeiten wollen. Ja? Den ersten Schritt haben wir schon hinter uns. Wer ist jetzt mein Kunde? Ja? Der Kunde, die Kundin. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten, von der ganzen Masse der Kunden, der potenziellen Kunden, in die Gruppe zu kommen, die wir eigentlich bedienen wollen, die im besten Fall unsere Lieblingskunden sind. Das gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Möglichkeiten sind zum Beispiel die Generationenschubladen, vom Babyboomern bis zur Generation Z. Sagt euch das was? Soll ich da ein bisschen? Ja? Okay, dann lassen wir es. Die Möglichkeit der Bedürfnisgruppen, da geht es jetzt nicht darum, im Gegensatz zu den Generationen nach Alter zu unterteilen, sondern es geht wirklich darum, was wünscht der Kunde sich ganz konkret. Ein Wanderurlaub für 4 Männer im Alter von 35 Jahren schaut anders aus als ein Wanderurlaub von einem ebenfalls 35-jährigen befreundeten Mann, der mit seiner Familie einen schönen Wanderurlaub haben möchte. Das heißt, wir haben da ganz andere Bedürfnisse. Und dann das Berühmteste sind wahrscheinlich die Personas. Das sind detaillierte Beschreibungen von Menschen, für die ich arbeiten will. Die Idee dahinter ist ganz einfach, dass man ein möglichst klares Bild, und zwar ein richtiges Bild mit Foto von einem Menschen zeichnet, dem man gerne etwas verkaufen möchte. So, nächster Schritt. Ich habe jetzt ein paar Personas, Bilder von Menschen hier zusammengestellt, für die ihr vielleicht arbeiten möchtet. Das ist der Freelancer-Einzelkämpfer in einem Coworking-Büro. Das ist die junge Businessfrau, für die man vielleicht arbeiten möchte oder auch schon arbeitet. Da haben wir einen jungen Handwerker, eine Beraterin, eine Kreativagentur. Da haben wir einen Arzt, stellt ganz, ganz andere Anforderungen. Da haben wir eine Mutter mit Kind. Diese Generation, dieses Alter ist ganz, ganz aktiv natürlich, wie wir alle wissen, im Internet. Und dieser Herr nutzt das Internet, weiß, wie er damit umgehen soll, aber
hat erst im Laufe seiner Berufslaufbahn damit zu tun bekommen. So, eine Beispielpersona wäre folgendes. Wir nehmen, wie gesagt, ein Foto, wir schreiben einen Namen dazu, wir überlegen uns ziemlich genau den Hintergrund, Alter, Wohnort, Beruf und Einkommen und schreiben das auf. Ja? Warum will die Kundin bei mir kaufen? Sie möchte irgendwas, was nicht passt, abstellen. Ja? Das nächste, welche Vorteile erwartet sich der Kunde, die Kundin? Er möchte hin zu etwas. Was ist das Ziel? Was ist der Wunsch? Was will sie damit erreichen? Ja? Was könnte eigentlich dagegen sprechen, bei mir zu kaufen? Ja? Was macht ein Mitbewerber, eine Mitbewerberin eventuell besser? Und welche Eigenschaften hat das Produkt, hat die Dienstleistung, die ihm, ihr wichtig sind? Ja? Die Idee ist jetzt, das Ganze zusammenzufassen, auf zumindest A4-Zettel, den in der Nähe vom Schreibtisch aufzuhängen und wenn ich arbeite, wenn ich Content für diese Person suche, mir das herzunehmen und wirklich ziemlich genau direkt für diese Person meine Inhalte auszusuchen und zu gestalten. So, und dann gibt es Lieblingskunden. Wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet ihr alle bereits mit Kunden, stimmt das? Ja, super. Du nicht, aber du hast sicher auch eine Vorstellung von deinem Lieblingskunden. Wer überlegt sich einmal, für wen ihr am liebsten arbeitet? Das ist der Lieblingskunde und eigentlich wollen wir ja mehr davon. Ich habe ein paar Lieblingskunden und für die ist es am leichtesten zu arbeiten. Und unser Ziel, denke ich mal, sollte sein, vorwiegend für Lieblingskunden zu arbeiten. Wer ist das? Ja? Was macht ihn oder sie zu meinem Lieblingskunden? Gibt es noch einen? Ist der ein bisschen unterschiedlich? Ja. Ich habe ein paar Lieblingskunden, die sind ziemlich unterschiedlich. Aber was sie vereint, ist, dass wir gemeinsam arbeiten. Ja? Sie kriegen von mir Tipps, sie geben mir ihre Anforderungen und wir arbeiten gemeinsam an dem, was im Web möglich ist. Für sie, für ihre Ziele. Gut, nächster Step. Wir haben die Customer Journey, wir haben die Persona und jetzt geht es hinunter, unter den Wasserspiegel. So, was wünscht sich mein Kunde? Was erhofft sich der Kunde vom Angebot auf meiner Homepage? So, und jetzt werde ich es nicht ausschalten. Jetzt ist positiv. Ja? Und er möchte das erhalten. Dafür braucht er mein Produkt, meine Dienstleistung. Ja? Jetzt ist negativ. Davon möchte er weg. Ja? Das möchte er nicht. Und wenn wir diese Grafik uns vorstellen und hernehmen und vielleicht sogar einen Chart aufbauen damit, dann haben wir bereits viele Argumente, die man in den Content einbauen kann. Ja? Also es geht auch oft ist es wichtig zu sagen, okay, ich will davon weg. Ich will nicht mehr, ich habe einen Kunden, der macht Lernbetreuung. Und seine Kundin hat gesagt, genau das, so geht es bei uns zu und ich will das nicht mehr. Wenn wir das schaffen, den genau dort zu erwischen, haben wir gewonnen. Ja? Dann haben wir diese Bedürfnisse, die unter dem Meeresspiegel sind, also gut erfüllt. Gut, da waren wir jetzt wieder eben bei unserem Eisberg. Dann sind wir da unten richtig angekommen. Wie komme ich nun zu diesen Inhalten? Ja? Offene Fragen stellen. Ja? Zum Beispiel, was willst du mit diesem Produkt erreichen? Meistens ist es so, wenn man sagt, und warum kommst du jetzt zu mir und warum tust du das, ist es sehr schwer, das zu formulieren. Wir brauchen eigentlich nur an uns selber denken. Ja? Eine Frage, die bei mir immer sehr hilfreich ist, stell dir vor, du hättest es schon. Was wäre dann besser? Wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du? Und da würde ich direkt auch auf körperliche Merkmale gehen. Wie fühlst du dich? Wie schaut es aus? Wie stellst du dich dar? Das sind dann schon Hinweise auf Bilder, die wir brauchen können, ja? Die wir aussuchen können. Wenn man versucht, das, was da jetzt kommt, und auch diese Frage, was sagt deine Familie, Freunde, Kollegen dazu, sind Inhalte, die ihnen der Kunde so direkt nicht sagen wird. Ja? Ich
ich möchte einen Webshop, damit meine Freunde mich toll finden. Ja, da kann man so sagen. Ja? So, ist aber ein wichtiger Grund, mit jemandem zusammenzuarbeiten, beziehungsweise ein gutes Auswahlkriterium für Bilder. Ja? Zuhören und mitschreiben. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, und dann sind wir schon beim nächsten Step. So präsentiere ich mein Angebot. Ja? Jetzt geht es darum, zu dem, was wir jetzt erfahren haben, Emotionen, Informationen aus dem Gespräch zu ergänzen. Daten und Fakten, die W-Fragen. Wer, was, wann, wo, warum, wozu. Ja? Wir wissen normalerweise die Daten und Fakten von unserem Produkt, von unserer Dienstleistung. Und die können wir jetzt hier zu diesen Soft Facts, die wir vorher gehabt haben, ergänzen. Immer auch ein bisschen mit dem Hintergrund, okay, der Kunde hat uns gesagt, welche Aspekte ihm wichtig sind. Es ist oft so, ich arbeite zum Beispiel viel für Tourismuskunden, dass diese sich darauf konzentrieren, dass sie jetzt neue Zimmer haben. Dem Gast ist aber wesentlich wichtiger, dass er zum Geburtstag eine tolle Torte bekommt. Ja? Das heißt, diese Faktoren, die uns oft auch gar nicht auffallen oder unseren Kunden nicht auffallen, auch hier auflisten. Ja? Dann geht es darum, die berühmten Keywords zu ergänzen. Brainstorming, möglichst mit Kunden. Nicht nur mit unseren Kunden, sondern mit den Endkunden, mit den Personas. Wir arbeiten zwar, die meisten von euch offensichtlich, nachdem wir es jetzt verstanden haben, arbeiten mit unseren Kunden. Aber es geht darum, dass die Kunden das bekommen, deren Kunden das bekommen, was sie wollen. Weil auch wenn unsere Kunden zuerst einmal zufrieden sind, wenn deren Kunden nicht damit zufrieden sind, dann werden wir das mittelfristig auch zu spüren bekommen. Okay? Also macht es viel Sinn, wenn möglich ist, mit den Kunden ein Brainstorming zu machen. Man kann aber auch Tools im Internet, die verfügbar sind, nutzen. Google Trends ist bekannt. Ja? Ja? Okay? Super. Google Suggest ist eine ganz einfache Möglichkeit. Die kennen alle. Wenn man bei Google was eingibt, dann kommen Autovervollständigungen, Autocomplete, drunter, nehmen wir jetzt, was weiß ich, den Begriff Abnehmen her, dann kommt Abnehmen ohne Sport, Abnehmen ohne Diät. All das sind Wortkombinationen, die gesucht werden. Ja? Und schon wieder habe ich Inhalte, die ich auflisten kann. Ich kann schauen, was die Mitbewerber machen und ich kann natürlich auf der zweitgrößten Suchmaschine auch viele Inspirationen finden. Die zweitgrößte Suchmaschine ist, wie wir wissen, YouTube. Bringt Produkte, schauen, die Ohren und Augen offen halten, um zu Begriffen zu kommen, die in diesen ganzen Themenbereich hineinzukommen. Wir sind noch immer sehr, sehr breit aufgestellt. Gut, jetzt geht es darum, Bilder auszuwählen. Ich mache es teilweise mit der Google-Bildersuche, was kommt auf diese Begriffe, die ich vorher zusammengestellt habe. Und ich suche auch in Bilderdatenbanken. Ich verwende jetzt vorwiegend Adobe Stock, ich verwende Pixabay, ich verwende früher Fotolia verwendet, das ist ja eingegliedert worden. Und ich verwende auch viele der Datenbanken von den Tourismusorganisationen für die Tourismusseiten. Gibt es von euch noch Ergänzungen, welche Datenbanken ihr verwendet? Unsplash. Unsplash? Mhm. Noch welche? Oder sind alle in der glücklichen Lage, nur richtige, authentische Bilder einzusetzen, die ihr vom Kunden kriegt? Das wäre das Beste. Genau, und ist auch eine Möglichkeit, das ist super, das ist dann auch eine Möglichkeit, diese einzubinden, dann auch im Prozess, wenn sie online ist und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind. Ja, bitte? Ich habe halt als Konsument das immer wieder das Problem, oder halt, ich merke das recht schnell, dass viele Bilder auf manchen Webseiten einfach dieselben sind. Wenn man nach gewissen Keywords sucht, findet man mehr oder weniger genau dasselbe Bild. Und da finde ich halt sogar aus Konsumentensicht, das sollen halt die Website-Creator, die Firmen, wie auch immer, wirklich eigene Bilder produzieren lassen,
wo es geht, weil es ist einfach nur aus Konsumentensicht schrecklich, wenn man nach irgendwelchen Themen sucht und immer genau dieselben Bilder hat. Kann ich nur unterstreichen, das können viele Kunden nicht zahlen und viele haben auch niemanden, der das Auge dafür hat. Ja? Also, dass sie es selber machen können. Ja? Sodawasser. Der letzte Schritt ist nun, diese Inhalte in Seiten und Unterseiten zu unterteilen. Gut. Und jetzt wäre die Möglichkeit, wenn wir das schaffen, die Kür quasi wieder zurückzufragen bei unseren Personas. Stimmt das? Fehlt da noch was? Ja? Bei bestehenden Kundinnen. Ich merke im Tourismus immer wieder, dass meine Kunden eher damit Probleme haben, weil sie sagen, die erzählen uns eh so viel, ich muss mich abgrenzen. Ja? Das heißt, ich möchte mit dieser Aussage jetzt wirklich unterstützen, dass sie versuchen, die Leute zu fragen, weil sie das Gefühl haben, sie sind wichtig und sie werden ernst genommen. Ja? Menschen ansprechen, die ins Thema, ins Projekt involviert sind, aber auch nicht involviert sind. Ich frage zum Beispiel auch meine Kinder oft, weil meine Kinder haben einen ganz anderen Zugang zu ganz vielen Themen, der es für viele Erwachsene dann auch leichter macht, damit umzugehen. Gut, woran denkst du bei diesem Thema? So, und jetzt sind wir endlich beim Webtext. Einen guten Webtext erkennt man auch schon an der Optik, ganz einfach. Ja? Das ist ein schlechter Webtext wie dieser hier, und wir haben leider ein schlechtes Licht, ist einer, der kaum gegliedert ist, ja, sehr lange Zeilen hat, wo das Auge nirgends einen Halt findet, denn am Anfang wird einmal nur kurz drüber gelesen, wie wir alle wissen, gerade am Bildschirm, weil das für die Augen anstrengend ist. Hier, diesen Text macht jemand wie ich, in meinem Alter, ich bin jetzt 50, ich lese das nur, wenn ich es lesen muss und dann drucke ich es vorher aus. Ja? Ein guter Webtext ist dieser hier, wo ich Bilder habe, wo ich, das sieht man leider nicht, H2-Überschriften habe, wo ich Links habe mit einem großen Abstand oben und unten, da kommen wir dann noch dazu, wo ich sehr schnell auch finde, okay, worum es geht, passt das für mich oder nicht. Nächster Schritt, die gleiche Ansicht jetzt mobil. Hier ist im Endeffekt das ganz Gleiche, und wie wir im SEO-Workshop jetzt vorher gehört haben, je länger die Seite ist, desto schwerer hat es der Inhalt, der unten ist, weil man scrollt nicht gerne hinunter. Auch hier wieder ein größerer, der ansprechende ist einerseits durchs Bild, andererseits durch die Textauszeichnungen. Und hier ist das, was wir jetzt im SEO-Workshop auch nochmal angesprochen haben, das ist das sogenannte Wurstfingersyndrom. Man muss draufklicken können, damit der Link auch weiterverfolgt werden kann vom Device, damit es geöffnet werden kann. Gut. Es gibt tonnenweise Literatur zu gutem Webtext. Können wir nachher drüber reden? Ganz bitte. Wollte, ja? Ganz schlimm ist, wenn die Seiten so auseinandergezogen wirken. Viele Bilder, wenig Text, wo man stundenlang scrollen muss, dass man irgendwas noch rausliest. Ich bin der Meinung, ja. Das ist das andere Extrembeispiel. Ja, das kommt darauf an, welche Branche ich habe. Ja, und wen ich ansprechen möchte. Im Tourismus, na ganz sicher. Ganz sicher. Ein Techniker möchte viel Informationen haben, klare Informationen, die ich aber auch strukturieren muss. Wenn ich meinen Urlaub aussuche, dann möchte ich Bilder haben. Denn Emotionen gehen über Bilder. Das ist wirklich ganz schlimm, wenn man prägnante Informationen sucht und dann hat man wirklich nur so einen Zweizeiler, riesiges Bild. Man muss hundertmal scrollen, dass man irgendwelche Informationen rausliest. Auch das ist schlechter Webtext. Unter Anführungszeichen. Genau. Gut. Ich habe jetzt hier die wichtigsten 7 Punkte aus meiner Sicht der Dinge zusammengestellt. Es geht darum, gleich am Anfang zu schreiben, worum es geht. Keine Kriminalromane, die erst am Ende aufgelöst werden. Es geht um konkrete Aussagen und deutliche Bezeichnungen. In der Südoststeiermark anstelle von in unserer Region. Die ganze Welt besteht nur aus Regionen. Ja? Also klarer benennen, sagen, was es ist, nicht umschreiben
blumig umschreiben, hat auch nur in ganz wenigen Branchen wirklich seine Berechtigung. Die Texte werden strukturiert mit Überschrift, Zwischenüberschrift, Aufzählung und das Warum habe ich vorher schon erklärt bzw. gezeigt. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, eine Aussage ist gleich ein Satz, hat maximal 17 Wörter, das ist ja schon recht viel, aber dieser Wert ist von einer Content-Frau, die sehr, sehr viel macht und ich finde, das kann man gut so übernehmen. Ein Argument ist ein Absatz, dann gibt es auch noch Werte, wo man sagt, okay, vier Zeilen sind ein Absatz, wird immer von der Überschrift eingeleitet und dann mit einem Leerzeichen abgeschlossen quasi. Gut, sprechende interne und externe Links. Brauche ich, glaube ich, nicht genauer sagen, das ist klar, nicht nur für jene, die beim SEO-Workshop waren. Metainformationen, auch das ist klar, denke ich mir. Und die Bilder verständlich benennen, das ist jetzt ein Beispiel dafür. Ich habe jetzt beim letzten Google-Update mit Schrecken festgestellt, dass eine Seite, die sehr gut gereiht war, in den Sidelinks jetzt auf einmal die Bildernamen drinnen hat. Ja? Und da ist es dann wichtig, dass diese richtig und gut ausgezeichnet wurden oder bezeichnet wurden. So, und jetzt sind wir beim letzten, mit dem alle gerne anfangen möchten. Ich auch, weil das schaut, da kann man gleich mal was herzeigen. Bei Design und Programmierung. Und da möchte ich euch jetzt quasi als Kollegen fragen. Wie macht ihr das, dass ihr den Geschmack des Kunden möglichst schnell trefft, weil das ist im Endeffekt eine Frage, die sich in die Zeit und damit ins Geld auswirkt. Sie sollen mir Links schicken zu Webseiten, die Ihnen gut gefallen. Ja, okay, funktioniert das immer? Und auch über Farben ein bisschen zu sprechen, hilft auch, weil man Kunden ein bisschen besser. Oder ein paar Bilder, die sehen, was denen gut gefallen, so dieses Bildästhetik. Okay, super. Ich frage auch, was gefällt. Da sind sie dann meistens nur auf meiner Website. Das bringt mich dann nicht weiter, weil ich möchte immer was Neues machen. Was gefällt gar nicht, ist oft auch sehr, sehr hilfreich. Ja. Ja, und Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und zwar im Auge der Persona, des Endkunden. Wenn sie nicht in der Lage sind oder in der positiven, beneidenswerten Lage sind, ihre eigene Website oder die Website des Vereins zu betreuen, wo man dann für sich selber quasi aussuchen kann, muss man bitte schauen, was gefällt der Person, was gefällt dem Endkunden und nicht unbedingt dem Kunden. Dem muss es schon auch gefallen, sonst zahlt er uns nicht, das ist schon klar. Aber das ist nicht immer ganz das Gleiche. Woher weiß ich, was dem Endkunden gefällt? Ich bin hoffentlich ziemlich häufig im Austausch mit ihm. Und wenn wir das alles gemacht haben, was ich vorher schon gesagt habe, dann habe ich eine gute. Besucher gefällt. Ja, genau, das ist es. Wenn ich also ich habe ja ein erstes Gespräch mit dem Kunden, wo ich genau diese Fragen vorher stelle. Ja? Und ich habe ja vorher schon versucht, diesen ganzen Prozess, den wir jetzt gemacht haben, das Ziel dieses Prozesses war ja festzustellen, was gefällt ihm. Und dann, doch, und dann habe ich ja immer wieder diesen Rückcheck dabei. Gut, wenn wir jetzt ins Design und ins Layout gehen, dann habe ich eine dringende oder ein paar dringende Empfehlungen. Bitte im Design keine Einschränkungen für die Textlänge zu machen. Das gilt vorwiegend für die Hauptüberschrift. Ja? Ich habe im Design H1 das jetzt so groß festgelegt, das passt wunderbar und das heißt aber, ich habe nur 70 Zeichen. Ja? Wie soll das der arme Texter jetzt diese 70 Zeichen irgendwie genau einhalten, vor allem wenn er größere Themen hat, 70 Zeichen sind sehr schnell überstritten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, wo ich dann immer wieder mit Designern zum Diskutieren komme. Das gilt aber auch für die zweite Überschrift. Ja? Und Bildunterschriften ermöglichen. Die Alternative sind Alttexte, brauche ich nicht erklären. Grundsätzlich ist es eigentlich rechtlich so, dass die, wenn sie Bilder dazu kaufen, dass diejenigen, die Bilder gemacht haben, eigentlich gleich neben dem Bild oder am Bild aufgeführt werden sollten. Gut, jetzt kommen wir zu den technischen Vorgaben. Responsive Darstellung. No, na.
Wir leben 2019. Page Speed, möglichst kurze Ladezeiten, haben wir auch gehört, wissen wir eigentlich auch. Ich mache das den Kunden eigentlich immer, oder ich teste für mich selbst auch immer wieder ganz gerne bei Google Test My Site, da habe ich dann auch den Branchenvergleich drinnen. Es gibt bessere Tools, dann wirklich zu sehen, worum es geht, das haben wir heute gehört, aber das ist einmal so der erste Vergleich. Gut klickbare Links, Wurstfingersyndrom und die gesicherte Verbindung. Das sind aus meiner Sicht die wichtigsten technischen Vorgaben. Ja, auch ein Tipp von mir, der Google Webmaster Zentrale Blog, der auch einen Newsletter bietet, der zeigt immer wieder auf, was sind die neuen Vorgaben unter Anführungszeichen von Google, damit die Seiten technisch optimiert werden und gut in den Google Index aufgenommen werden kann. Und jetzt kommen die gesetzlichen Anforderungen. DSGVO hat die höchsten Wellen geschlagen, ist aber nur eines. Das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, so heißt es nämlich, da geht es um die Barrierefreiheit, ist bei uns gültig schon länger, gilt für Webseiten, gilt und zwar nicht nur für Schulen und alle öffentlichen Einrichtungen, sondern für alle, die öffentlich Güter und Dienstleistungen anbieten. Das Urheberrechtsgesetz, das Mediengesetz, das E-Commerce-Gesetz, das Konsumentenschutzgesetz und noch ein paar andere, zumindest bei uns in Österreich. Das Jugendschutzgesetz, genau, werde ich dann gleich ergänzen. Und dann gibt es da noch was, das ist eigentlich kein Gesetz, aber wir können es eigentlich nicht außer Acht lassen. Das sind die Qualitätsrichtlinien von Google für Webmaster. Wenn wir diese nicht einhalten, werden wir nach hinten gereiht bzw. aus dem Index geschmissen und dann hilft es uns nichts, wenn wir alle anderen Gesetze eingehalten haben. Deshalb habe ich es hier. Ja? Wenn jemand sich mit diesen gesetzlichen Anforderungen nicht so gut auskennt, es gibt einen ganz tollen Podcast, der nennt sich die Rechtsbelehrung, wo in jeder Episode eins von diesen verschiedenen Gesetzen wirklich bis ins kleinste Detail durchgekaut und super bei Beispielen diskutiert wird. Also das kann ich wirklich empfehlen. Rechtsbelehrung. Also das ist erklärt, dass das auch der komplette Rechtsunkundige verstanden hat am Ende. Nicht Jurist. Ja. Die österreichische Web... ist ein deutscher Podcast. Ja, genau. Super, danke. Ja. Nicht ganz, aber im Großen und Ganzen schon. So. Details können wir dahinter besprechen, okay? Gut, wiederum die Kür, wenn wir es schaffen, der Rückcheck mit den Kundinnen. Gefällt sie Ihnen? Finden Sie das dort, was Sie suchen? Finden Sie alles, was Sie suchen? Ja, sind Sie content? Sind Sie zufriedengestellt? Oder sind Sie vielleicht sogar begeistert? Ja, der Rückcheck mit unserer Kundin als Agentur. Auch hier ist die Frage, sind Sie content, sind Sie zufriedengestellt, passt es oder soll man noch was draufsetzen? Schöner wäre natürlich, wenn Sie begeistert wären. Ja, dann würden Sie das nämlich auch weiter sagen und uns weiterempfehlen. Gut, jetzt sind wir fast fertig. Alle 5 Steps erledigt. Und jetzt gehen wir online. Das ist eine Variante in diesen 3 Hauptdarstellungsformen quasi. Aber wir dürfen nicht vergessen, On-Page. Die Metadaten haben wir schon gehabt, ja, nicht vergessen, bitte. Falls wir das gemacht haben, deshalb habe ich es noch einmal hier aufgeschrieben. Die Google Search Konsole einfügen, die Sitemap einrichten, Google Analytics einrichten und anonymisieren, wenn wir das tun und das in die Datenschutzerklärung aufnehmen. Off-Page, Google My Business einrichten, Verzeichnisse online befüllen, wenn es um eine kleine Gemeinde geht, ist die Gemeinde-Website zum Beispiel ein wichtiger Platz, wo man es platzieren kann und den Link unterbringen kann. Search Engine Marketing und Search Engine Advertising betreiben, um auch zu sehen, was ist interessant. E-Mail-Signatur, Print, Visitenkarte, Briefpapier, Folder. So, und dann sind wir online, wir haben alles gemacht und jetzt warten wir ungefähr 2 Wochen. Ich warte ungefähr 2 Wochen.
aber man kann es natürlich früher auch machen, hat es das gebracht, was wir uns erhofft haben. Deshalb, wenn es eine größere Firma ist, frage ich Menschen im Kundenkontakt. Gibt es mehr Anfragen? Gibt es mehr Bestellungen? Gibt es mehr Telefonanrufe? Ich schaue in die Search-Konsole, welche Begriffe sind angefragt, wie viele Views gibt es und natürlich noch viel mehr, wie wir jetzt gehört haben. Ich schaue in Google Analytics nach, wie ist die Verweildauer, wie sind die Abbrüche, wie sind die Verläufe. Oder ich verwende auch Profi-Tools wie Searchmetrics, Zovi, Sistrix. Verwendet jemand von euch Profi-Tools? Bezahlte? Nämlich? Zovi? Ja? Zufrieden? Ja. Ja? Ja. Wie oft schaust du nach? Also täglich tatsächlich. Sehr vorbildlich. Bei großen Seiten, gell? Mhm. Sonst noch jemand? Verwendet sonst noch jemand ein Profi-Tool? Ja? Sistrix? Ja? Bringt es was? Hilft es was? Kannst du weiterentwickeln damit? Ja, also ich finde, es kommt und die bieten auch an, dass man da Einsteiger-Schulung mitmachen kann. Mhm. Und dann ungefähr nach einem Viertel oder halben Jahr, dass man dann nochmal so eine neue Schulung mitmachen kann, wo es dann tiefer in die Materie geht. Super, super. Mhm, super, danke. Gut. Wenn diese Kontrollen jetzt nicht die gewünschten Ergebnisse bringen, was machen wir dann? Dann frage ich mich, versprechen meine Inhalte das, was die Persona will? Treffe ich die Kundenbedürfnisse richtig in Wort und Bild, in Video? Sind die Antworten für die Kunden leicht zu finden? Ich habe so eine Faustregel aufgestellt, die ich meinen Kunden immer wieder sage. Wenn dreimal von Kunden nach derselben Info gefragt wird, die aber auf der Homepage ist, ja, dann ist sie entweder unverständlich oder sie ist falsch platziert. Ja, aus meiner Sicht soll eine Website auch eine Dienstleistungsfunktion haben. Sie soll die erste Kontaktperson in der Firma entlasten von solchen Standardfragen. Ja? Nachfragen Google, was machen die am besten gereihten Mitarbeiter, was machen die anderen. Wir gehen jetzt von den Steps über in einen Circle. Und aus meiner Sicht, in der Weiterentwicklung der Homepage, weil eine Website ist nie fertig. Ja? Nur ganz kurzfristig ist sie fertig. Auch wenn die Kunden das anders sehen, aber im Endeffekt ist es so. Ja? Und da haben wir dann die Steps, die wir vorher gehabt haben. Wer ist mein Kunde, meine Kundin, was will sie? Sehnsüchte, Ängste. Wieder bei der Recherche, dann setzen wir das um. Auf Online-Präsenzen aktualisieren wir, verteilen die Inhalte, die neuen Inhalte, die sich aus diesen ersten Schritten ergeben haben. Und dann machen wir ein Controlling. Inhaltlich, technisch, wie schaut es aus? Ja? Und diesen Zyklus macht man, je nachdem wie groß die Website ist und wie viel der Kunde zu zahlen bereit ist, in verschiedenen langen, regelmäßigen Abständen. Gut, und jetzt? Und Sie und ihr? Content? Ja? Oder nicht? Gibt es Fragen? Gibt es Anregungen zum Thema? Für mich? Nix? Content im Sinne von abgefüllt, Ende, aus. Bitte. Trainieren Sie auch Ihre Content, sodass Sie selber Content platzen können? Ja, wenn so Sie das wollen, gerne. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, denn ich bin Niederländer. Mhm. Kontakte für Unterhalt der technischen Website, so Yes. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ja, haben wir auch. Ja. Mhm. Ich sage immer so, ich habe ich habe technische Wartungsverträge. Ich arbeite mit der Barbara zusammenarbeiten, mit der Sigrid zusammenarbeiten. Die machen die Joomla-Seiten und machen dort auch die Wartungen für mich und lösen technische Probleme. Und was die inhaltlichen Ergänzungen und Erweiterungen anlangt, hole ich mir von meinen Kunden immer die Lizenz zum Lästigsein ein. Das heißt, sie sagen mir, und das müssen sie mir ein paar Mal sagen, damit ich es auch glaube, ich darf dich anrufen und sagen, du, jetzt wäre eigentlich schon Zeit, dass wir von 2018 auf 2019 und da müssen wir aktualisieren und so weiter.
Ja? Die meisten Kunden schätzen das sehr. Ich persönlich habe es erst lernen müssen, diese Lizenz zum lästig sein. Das mag ich eigentlich gar nicht. Aber gerade bei Handwerkern, wo der Job meistens jetzt sehr, sehr gut geht, ist das Marketing an letzter Stelle. Und sie sagen ja, bitte melde dich und dann kriegst du schon und tun wir weiter. Also so, das ist quasi der inhaltliche Wartungsvertrag. Und dazu auch den technischen, zu dem wir ja eigentlich gesetzlich auch verpflichtet sind. Durch die Datenschutzgrundverordnung muss ja die Website eigentlich auch sicher sein. Ja? Bitte, gern. Ich habe keine Ahnung, wie wir in der Zeit sind. Bitte mich rauszuschmeißen, wenn es fertig ist. Also dann sind wir genau. Dann passt es. Ja, super. Sonst noch Wünsche, Beschwerden, Anregungen? Bitte. Wünsche, Beschwerden? Nix. Ich fühle mich sehr geehrt. Dankeschön. Gut. Dankeschön. Dankeschön.